Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns springen! Wow! Peppa und ihre Familie sehen sich heute eine besondere Sportveranstaltung an. Ja! Das war fantastisch! Jetzt bin ich dran! Ich glaube, du bist etwas zu klein für diese Rampen hier, Peppa. Wow! Aber ich bin richtig gut! Guck her! Peppa ist richtig gut. Aber große Rampen sind viel schwieriger, als sie aussehen. Suchen wir was Kleineres, das du ausprobieren kannst. Okay. Ich komme wieder, Herr große Rampe, wenn ich auch groß bin. Bei dieser Sportveranstaltung kann man viele Dinge ausprobieren. Zum Beispiel die Surfmaschine. Hallo, Frau Mimmel. Was ist das? Hallo, Peppa. Das ist eine Surfmaschine. Du kannst mit dem Brett auf den Wellen reiten. Also, wenn du die Balance hältst. Willst du es versuchen? Ja, bitte. Komm mit, Mama. Oh, Schütze, ich probiere es auch. Okay, jetzt rutscht ihr ins Wasser. Es geht los. Jetzt müsst ihr das Gleichgewicht halten. Es ist leichter, wenn ihr euch hinlegt. Wir surfen schon, Mama. Wir surfen. Versuchen wir es noch mal? Aber klar doch. Peppa und Mama Wutz versuchen sich immer wieder an der Surfmaschine. Sie taumeln und plasch. Aber nach ganz viel Übung... Wow, dein Gleichgewicht ist toll, Peppa. Und Mama Wutz? Oh, was ist denn das da drüben? Oh, das ist das Wackelbrett. Du bleibst so lange oben, wie du kannst, während es sich dreht und wackelt wie ein mechanischer... wie heißt er noch gleich? Bulle? Ja, Papa Wurz. Probieren? Ja, klar. Los, spring auf. Das Wackelbrett ist wirklich wackelig. Du schaffst es. Viel Glück. Fertig. Und los. Wow. Ich hab's. Es ist leichter, wenn ich mich hinlege. Gute Idee, Peppa. Nein. Und sieh, das ist ein neuer Rekord. Peppa liebt die Spiele auf der Sportveranstaltung. Und sie liebt es, alle Spiele auf ihre eigene Art auszuprobieren. Ui! Peppa und ihre Familie sind heute in der Kletterhalle. Hier ist alles ziemlich hoch, nicht wahr? Ich schätze, Schorsch und ich versuchen uns an den niedrigen Sachen. Papa hat Höhenangst, Frau Mimmel. Hauptsache, es macht ihm Spaß. Das ist wichtig. Aber keine Sorge, mit dem Gurt und dem Helm bist du sicher. Ich schätze, es sind nur wir zwei. Yippie! Komm mit, Mama! Die erste Station in der Kletterhalle ist die sehr hohe Rutsche. Wow! Ich habe noch nie so eine hohe Rutsche gesehen. Ja, wie erreichen wir die Spitze, Frau Mimmel? Ihr setzt euch hier unten hin und haltet euch an der Stange fest. Gut festhalten. Ihr werdet die Rutsche hochgezogen. Ihr lasst los, wenn ihr runterrutschen wollt. Lass einfach los. Ja, viel Spaß. Peppa und Mama Wutz werden immer weiter die Rutsche hochgezogen. Jetzt sind sie ganz oben. Mama, willst du vielleicht zuerst loslassen? Zählen wir bis drei und lassen beide los. Okay. Eins, zwei, los! Papa, das musst du machen. Es ist so hoch. Oh, nein, danke. Schorsch und mir gefällt diese Rutsche, oder? Jetzt sind die wackeligen Säulenstufen dran. Nur mit sehr gutem Gleichgewicht schafft man es hoch, ohne runterzufallen. Aber solltet ihr fallen, fangen euch diese Seile auf. Absolut sicher. Oh, das ist... Etwas knifflig. Oh. Mama! Ups!
Ups. Oh. Hopp, hopp, hurra! Ich hab's geschafft! Gut gemacht, Peppa! Papa Wutz und Schorsch macht es Spaß, über die kleineren wackeligen Stufen zu gehen. Ja, wir sind gut! Die letzte Station für Peppa und Mama Wutz ist das Wettklettern. Wer zuerst die Spitze der Kletterwand erreicht und den Buzzer drückt, gewinnt! Alles gut, Peppa? Ich denke, ich habe auch Höhenangst, Mama. Oh, kein Problem. Sollen wir wieder runterklettern? Oh, ich wollte unbedingt oben den Buzzer drücken. Oh, Peppa, du kannst stolz sein. Du hast's versucht. Und nächstes Mal kannst du es wieder versuchen. Oh, du hast schon wieder gewonnen. Peppa, wieso kletterst du nicht hier gegen Schorsch um die Wette? Ich komme. Das macht genauso viel Spaß. Und das ganz ohne Höhenangst. Peppa liebt die Kletterhalle. Jeder liebt die Kletterhalle. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freibad. Also wirklich, ihr zwei! Geht bitte alle ins Wasser! Was ist das, Peppa? Oh, eine Schwimmbrille. Damit sehe ich unter Wasser, so wie eine Meerjungfrau. Tada! Wow! Die kannst du in unserem Spiel benutzen. Es heißt Quack, Quack, Hopp. Oh. Wie spielt man das? Nun ja, eine Person ist ein Flamingo. Ah. Zoe, du bist unser erster Flamingo. Ja, ich bin der Flambingo. Und alle anderen sind Enten. Ganz genau. So, die Enten schwimmen im Wasser herum und wenn der Flamingo dann hupt, heißt das, er will eine Ente fangen. Und wer gefangen wird, ist in der nächsten Runde der Flamingo. Fertig? Los! Alle lieben es, Enten nachzumachen. Aber jetzt werden sie von Flamingo Zoe gejagt. Quack, quack, quack. Ja, hab dich, Gerald. Oh nein. Jetzt ist Gerald Giraffe der Flamingo. Wo bist du, kleine Ente? Peppa und ihren Freunden macht das Spiel großen Spaß. Hm, wo ist der Flammtango? Oh, ich meine, hup. Quack, quack. Und jetzt ist Peppa der Flamingo. Frau Mümmel, wie wissen wir, wer gewonnen hat? Ah, dafür müssen wir was anderes spielen. Das Wackelpudding-Spiel. Oh. Los, rauf mit euch. Wer als Letzter ins Wasser fällt, hat gewonnen. Alle klettern auf das große Floß. Aber es ist sehr wackelig. Genau wie... Pudding auf den Tisch! Pudding auf den Tisch! Ich schätze, das bedeutet, alle haben gewonnen. Alle lieben es, im Schwimmbad Spiele zu spielen. Und alle lieben es, gemeinsam zu gewinnen. Schorsch und Papa Wutz sind heute im Supermarkt. Diese Reise in die Leere des Alls hat mir großen Spaß gemacht. Wo ist Mama Wutz? Sie wollte uns doch mit dem Auto abholen. Tja, während wir warten, darfst du einmal mit der Rakete fahren. Und ich werde sie schnell anrufen. Wow,
Peppa und Mama Wutz sind auf dem Weg zum Supermarkt. Aber sie stecken im Verkehr fest. Stopp! Los! Stopp! Das macht großen Spaß! Was? Stopp! Los! Hallo, Papa Wutz. Wir sind unterwegs. Hier ist nur eine Baustelle. Stopp! Los! Stopp! Komm mit. Probieren wir die anderen Fahrautomaten aus. Schorsch gefällt die Fahrt mit dem Springfrosch. Und Peppa hat Spaß im wippenden Auto. Die Automaten fahren im Kreis, genauso wie das Auto. Wir fahren im Kreis, wir fahren im Kreis, wir fahren im Kreis, wir fahren. Und rauf und runter. Ja. Aber am Ende. Oh, wir sind da! Ja! Na, endlich! Hallo, Papa! Hallo, Schorsch! Hallo! Oh, die Verspätung tut mir leid. Das macht nichts. Schorsch haben die holpernden, wippenden und sich drehenden Automaten großen Spaß gemacht. Hä? Aber jetzt müssen wir los, Schorsch. Oh je, Schorsch will noch nicht gehen. Die Fahrautomaten machen ihm viel zu viel Spaß. Keine Sorge, Schorsch. Im Auto wirst du genauso viel Spaß haben. Es dreht sich. Und wippt. Und holpert. Die Fahrt vom Supermarkt nach Hause macht Schorsch großen Spaß. Die Fahrt macht allen großen Spaß. Peppa und Schorsch versuchen heute, eine Rutsche zu bauen. Was wird das? Wir haben eine Rutsche gebaut. Aber sie ist nicht besonders rutschig. Als ich noch klein war, habe ich eine riesige Rutsche auf dem Hügel vor unserem Haus gebaut. Und die war sehr rutschig. Mach dort! Ich bin spät dran fürs Mütterfeuerwehrtreffen. Mama, Mama! Papa baut uns eine große Rutsche auf dem Hügel. Was? Nein, ich sagte nur... Tolle Idee. Muss los. Ich liebe euch. Schätze, dann bauen wir eine. Ja! Peppa, Schorsch und Papa Wutz benutzen große Laken, um die Rutsche zu bauen. Ja! Oh, es ist gar nicht rutschig. Aha, weil wir noch Spülmittel brauchen. Und Wasser. Tada! Schnapp ihn! Bestimmt ist es jetzt sehr... Das Spülmittel und das Wasser haben die Rutsche sehr rutschig gemacht. Genau wie in meiner Erinnerung. Rutschen wir nochmal. Die rutschige Rutsche macht allen großen Spaß. Ich hab's noch drauf. Halt dich fest, Teddy. Und jetzt alle zusammen. Das ist so. Aber jetzt ist der Hügel so rutschig, dass es keiner mehr bis ganz nach oben schafft. Oh je. Mama Wutz kommt gerade rechtzeitig von ihrem Feuerwehrtreffen zurück. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Oh. Hallo! Hier unten! Was macht ihr denn alle da unten? Wir stecken fest! Ihr feiert ein Fest? Nein! Was ist passiert? Irgendwas mit Fest. Wir stecken fest! Die stecken fest! Was? Na gut, dann lasst sie uns mal retten. Haltet euch am Schlauch fest! Danke. Kein Problem, dafür sind wir ja da. Drehen wir das jetzt ab. Wir stecken wieder fest. Jeder
Kinder liebt rutschige Rutschen. Besonders dann, wenn es am Ende der Rutsche eine große Schlammpfütze gibt. Papa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Man wird nass. Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui. Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama. Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Stopp! Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsene nach vorne. Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Viel Vergnügen. Hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki, bereit? Ja! Nein. 5 gegen 1 und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Tja, endlich bin ich trocken. Nein, ich verliere. Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch! Fahren wir nochmal! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Tschüss, Frau Mimmel! Achten Sie ab jetzt besser auf Schlaglöcher! Wer ist der Nächste? Peppa, Schorsch und Mama Wutz fahren heute in die Werkstatt. Unser Auto ist kaputt gegangen, Herr Bulle. Kriegen wir jetzt bitte ein neues? Oder Sie könnten es vielleicht reparieren. Klar, gehen Sie in den Warteraum. Das habe ich im Nu repariert. Im Warteraum sind viele Spielsachen. Oh. Guck mal, Schorsch, die sieht genauso aus wie Opa Clefs Werkstatt. Da ist was hinter der blauen Tür. Es ist ein blaues Auto. Oh, packen Sie da drüben. Ich bin gleich bei Ihnen. Oh. Hinter der gelben Tür ist ein gelber Lastwagen und hinter der roten Tür ist ein rotes Motorrad. Packen Sie irgendwo, ich komm gleich. Oh, ein grünes Sportauto. Whee, brumm, brumm, brumm. In der Spielzeugwerkstatt ist sehr viel los. Das gilt auch für die echte Werkstatt. Der gelbe Laster muss repariert werden. Das Motorrad muss gewaschen werden. Packen wir doch das grüne Auto ganz oben. Oh je, das rote Auto steckt zwischen den anderen Autos fest. Das ist ein Autorätsel. Stellen wir die Autos um und schaffen so Platz. Und jetzt kann das rote Auto hinauffahren. Ja! Ihr Auto ist repariert. Oh, so schnell? Hurra! Bitte sehr, so gut wie neu. Danke.
Aber wie kriegen wir es da raus? Es wurde von den anderen Autos eingesperrt. Oh, ich muss sagen, das ist etwas knifflig. Das ist wie in der Spielzeugwerkstatt. Verstellen wir das grüne Auto und das blaue Auto. Gute Idee, Peppa. Peppa und Schorsch sagen Herrn Bulle und Opa Kleff an, welche Autos sie verstellen müssen. So wie in der Spielzeugwerkstatt. Der Traktor muss nach vorne. Und das Motorrad muss nach hinten. Jetzt kann Mama Wutz losfahren. Ja! Da war schon wieder ein Schlagloch. Aber der Partybus ist erneut kaputt gegangen und hat das Auto wieder eingesperrt. Oh je, wie kommen wir denn jetzt da raus? Ein Abschleppwagen. Gute Idee, Schorsch. Aber benutzen wir einen noch größeren. Danke sehr. Gern geschehen. Wie kommen wir jetzt wieder hinein? Peppa und Schorsch lieben es, Autorätsel zu lösen. Yeah! Vorsicht! Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich. Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo, Oma. Hallo, Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist... Entschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Mama, ich muss echt ganz dringend pinkeln. Mama, ich platze gleich. Aha, keine Sorge, Peppa. Hier steht ja schon eine Toilette. Peppa muss heute dringend auf die Toilette. Und diese Toilette ist der Wahnsinn. Wo ist die Toilette? Ach, Peppa, die ist, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist hier. Musst du auch pinkeln, Schorsch? Nein. Fertig.
Jetzt wasche ich mir die Hände. So, die sind sauber. So, welcher Knopf spült die Toilette? Der hier sieht aus wie fließendes Wasser. Peppa hat versehentlich den Händetrockner angemacht. Ups, vielleicht ist es der hier. Oh, oder vielleicht der hier. Mama, dürfen wir auch aufs Klo gehen, bitte? Jetzt ist nur noch ein Knopf übrig. Oh, die Toilettenspülung muss der da sein. Oh. Puh, alles erledigt. So, Schorsch, musst du ganz sicher nicht aufs Klo gehen, bevor wir gehen? Nein. Sehr schön, gehen wir. Aber Mama, guck doch, wie dreckig es hier ist. Keine Sorge, das ist ein sehr, sehr schickes Klo. Wir müssen jetzt einfach nur hinausgehen. Und wie durch Zauberhand, tada! Die sehr, sehr schicke Toilette putzt sich von allein. Diese Toilette ist der Wahnsinn! Peppa und ihre Familie gehen jetzt nach Hause. Aber nun ist es Schorsch, der herumzappelt. Was hast du, Schorsch? Musst du auf Toilette? Aber wir waren gerade auf der Toilette. Na gut, gehen wir zurück. Ich hoffe, du kannst es noch einhalten. Schorsch muss dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Alle müssen dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Peppa und ihre Familie sind ins Museum gegangen, um mehr über Dinosaurier zu erfahren. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. So sagen Dinosaurier halt Hallo. Nun, seid ihr bereit für einen echten Dinosaurier? Im neuen Zeitreisenraum reisen wir zurück in die Zeit der Dinosaurier und treffen so auf welche. Er meint damit eigentlich, ja bitte, Frau Mümmel. Yeah. Im Zeitreisenraum kann man zurück in die Zeit reisen, als es noch Dinosaurier gab. Wow. Okay, wir wollen nicht, dass bei der Zeitreise jemand verletzt wird. Versteht ihr? Eure Hände und Füße müssen immer innerhalb der Zeitmaschine bleiben. Ups. Wenn ihr etwas genauer sehen wollt, benutzt das spezielle Zeitreisen-Fernglas. Und egal, was passiert, steigt niemals auf einen Schmetterling. Aber wieso sollte denn jemand auf einen Schmetterling steigen, Frau Mümmel? Du wärst überrascht, Peppa. Na egal, legen wir los! Frau Mümmels Zeitmaschine bringt alle zurück in die Zeit der Dinosaurier. Sie lebten vor ganz, ganz langer Zeit. Und das sollte reichen. Wir sind da! Na klar doch! Im Dinosaurierdschungel gibt es viel zu sehen. Guck mal, ein Vulkan da! Wow! Und viele Kurzschwanzflugsaurier. Die sind so schön. Aber Schorsch ist nur wegen einer Sache hier. Oh. Dinosaurier! Dinosaurier! Oh, der taucht noch auf. Aber vergiss nicht, echte Dinosaurier waren größer als der hier, Schorsch. Da wir gerade davon sprechen. Oh je. Der Dinosaurier ist etwas gruseliger, als Schorsch erwartet hat. Und Pause! Tut mir leid, mein Dinosaurierfreund wollte dir keine Angst machen. So sagen Dinosaurier Hallo, weißt du noch? Dann lass uns zurückbrüllen und auch Hallo sagen. Dann weiß er, dass wir nett sind. Und das Gute an Zeitreisen ist, man kann die Dinge wiederholt erleben. Willst du es vielleicht noch einmal versuchen, Schorsch? Dann wieder von vorn. Bereit, Schorsch? 1, 2, 3.
gemacht, Schorsch. Schorsch ist froh, dass Peppa ihm geholfen hat, mutig zu sein. Oh, willst du es noch mal machen? Okay, alles klar. Und Schorsch freut sich riesig, dass er auf einen Dinosaurier getroffen ist. Peppas Spielgruppe besucht heute eine Zahnpastafabrik. Und so wird die Zahnpasta gemacht. Alles klar? Oh, tja, wichtiger ist, dass ihr euch richtig die Zähne putzt. Hier entlang. In der Zahnpastafabrik lernt man durch lustige Spiele, wie man sich die Zähne putzt. Steuert die Zahnpasta, dann drückt ihr den Knopf, damit genau die richtige Menge rauskommt. Und wie viel Zahnpasta ist das? Ein ganz kleiner Klecks. Super, dann legt los. Genau die richtige Menge Zahnpasta. Toll gemacht. Peppa ist sehr gut bei diesem Spiel. Aber Schorsch ist etwas verwirrt. So geht das nicht, Schorsch. Ich helfe dir. Sie kommt auf diese Zahnbürste, nicht in deinen Mund. Das habt ihr toll gemacht. Mir nach. Jetzt putzen wir uns die Zähne, damit sie sauber werden. Wiedersehen, Essensreste. Schoko, 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 schoko. Das war's. Na gut. Und jetzt ihr. Ja. Ja. Nimm das, Kamerad. Putzt euch die Zähne und sauber. Peppa ist auch bei diesem Spiel gut. Aber Schorsch ist wieder verwirrt. Nein, Schorsch. Du musst die großen Zähne putzen, nicht deine eigenen. Guck her, so. Toll gemacht. Diese Zähne sind wieder strahlend weiß. Es fehlt nur noch ein Schritt. Man muss die Zahnbürste mit Wasser abspülen. Und zwar so. Piu, piu, piu. Auf die Plätze, fertig. Piu. Dieses Spiel macht allen großen Spaß. Nur Schorsch versucht, sich selbst anzusprühen. Du musst da lang zielen, auf die Zahnbürste. Was hast du, Schorsch? Oh, willst du dir die Zähne putzen? Schorsch war also gar nicht verwirrt. Er wollte sich nur die Zähne putzen. Kein Problem, Schorsch. Wir bekommen später sicherlich noch Tüten mit Zahnbürsten und Zahnpasta zum Mitnehmen. Nicht wahr, Frau Mümmel? Oh, ja, Geschenktüten. Na klar, gut. Wartet einen Augenblick. Bin gleich soweit. So, hier. Danke. Danke, Frau Mümmel. Vergiss nicht, Schorsch. Nur ein kleiner Klecks fürs Zähneputzen. Und dann ausspülen. Schorsch liebt es, sich die Zähne zu putzen. Alle lieben das Zähneputzen. Peppa ist heute eine Wissenschaftlerin. Willkommen im Wissenschaftsmuseum. Ah, Peppa und ihre Freunde sind im Wissenschaftsmuseum mit Frau Mümmel. Ihr alle müsst mir dabei helfen, ein paar knifflige Wissenschaftsprobleme zu lösen. Ja! Zuerst müssen wir einen Weg finden, um eine Brücke für dieses Spielzeugauto zu bauen. Und zwar nur aus diesen Materialien. Oh, was ist das? Da ist so viel Zeug. Oh. Oh. Wir sollten etwas Stabileres benutzen. Ich hab's. Wir brauchen etwas, das leichter ist und weniger spritzt. Nehmen wir das. Peppa benutzt weichen Schaumstoff für ihre Brücke. Der Schaumstoff schwimmt, weil er leicht ist. Und er ist stabil genug fürs Auto. Heureka! Was heißt denn das, Frau Mümmel? Oh, wir Wissenschaftler sagen Heureka, wenn wir etwas rausfinden. So wie hier. Alle mir nach! Heureka! Beim nächsten Problem geht es um Farbe. Versuchen wir herauszufinden, wie wir Madame Gazelle grün machen können. Oh. Peppa, du bist blau geworden. Oh, wir müssen bestimmt durch eine grüne Platte gucken. Oh.
Aber hier ist keine grüne Platte. Oh. Aber gelb und blau zusammen ergibt grün. Das stimmt. Mischt man Farben, ergibt das neue Farben. Peppa und ihre Freunde kommen zum letzten Wissenschaftsproblem. Dürfen wir bitte hinunterrutschen, Frau Mümmel? Ja, wir müssen rausfinden, welche Rutsche am schnellsten ist. Stellt euch in Zweierreihen auf. Die Kinder nehmen sich einen Sack und wählen eine Rutsche aus. Fertig, los! Die Grasrutsche ist zu rau, um schnell zu sein. Ta-ta-ta! Diese Stoffrutsche ist noch rauer und langsamer. Und? Aber die Plastikrutsche ist sehr glatt. Deshalb rutscht man darauf sehr schnell. Fantastisch! Ihr habt alle Wissenschaftsprobleme gelöst. Das nennt man Experimentieren. Und was sagen wir, wenn wir etwas herausfinden? Heureka! Madame Gazelle? Wie kommen wir runter? Alle lieben es, Wissenschaftler zu sein. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa! Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käse-Schokoladentafel. Piep, jam, jam. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig! Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Hurra! Sehr lecker! Ganz zu fiebelfabelhaft. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein, mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war, wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück, denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... ein großer Schokoladenbrunnen! Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlammpfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Willkommen zu den rauschenden Gießkannen. Peppa und ihre Familie probieren heute eine neue Attraktion im Erlebnisbad aus. Ihr fahrt in diesem Boot durch einen hübschen Garten und ihr müsst dabei alle Blumen gießen. Wow. Mit was denn, Frau Mümmel? Damit! Ich wünschte, unsere Gießkannen könnten das auch. Woo. Wusch! Darf Wusch. Ich auch mal probieren, Mama? Ja, klar. Viel Spaß! So friedlich. Wem sagst du das? Ich fühle mich im Einklang mit dem Universum. Peppa und Schorsch müssen mit ihren Gießkannen so viele Blumen wie möglich gießen.
Ich helfe dir, Schorsch. Das ist wirklich schwer. Da ist eine. Bereit? Zielen. Oh, gut gemacht, Schorsch. Schorsch hat schon beim ersten Versuch eine Blume getroffen. Es wird noch schwerer. Kein Problem, wenn du einige verfehlst. Peppa findet dieses Spiel ziemlich schwer. Sag es mir, wenn du Hilfe brauchst. Oh, was wäre, wo bin ich? Ja. Alles in Ordnung, Peppa. Schorsch trifft jede einzelne Blume und ich nicht. Ist ja nicht so schlimm, wenn Schorsch in manchen Dingen etwas besser ist als du. Aber ich bin größer. Tja, ich bin auch viel größer als du, Peppa. Aber du bist viel schneller als ich und viel kitzliger. Manchmal ist es egal, wer größer ist. Da muss man ein Team sein. Und wenn wir als Team arbeiten, seid ihr definitiv noch kitzliger. Okay. Schorsch hat vor der Blume ein bisschen Angst. Alles gut, Schorsch. Die ist nicht echt. Mir reicht's, Blume. Du bist nicht gerade sehr nett zu meinem kleinen Bruder. Hiya! Ich kann es doch. Komm schon, Schorsch. Wir müssen zusammenarbeiten. Du bist so gut darin. Ja, wir schaffen es. Gut gemacht, Peppa und Schorsch. Peppa und Schorsch haben alle Blumen gegossen. Sie lieben die rauschenden Gießkannen. Seht ihr? Ihr zwei seid ein echt tolles Team. Frau Mimmel, halt! Hier sind noch zwei Briefe. Peppa und Schorsch spielen heute Postbote. Und sie müssen ganz besondere Briefe verschicken. Hallo, soll ich diese Briefe zustellen? Ja, bitte. Das hier sind Spezialbriefe für Mama und Papa Wutz. Peppa und Schorsch haben sogar ihre eigenen Briefmarken gemacht. Wow, ich bin hier, um die heutige Post einzusammeln. Werf die Briefe in den Briefkasten. Hurra! Ich werde jetzt eure Briefe zusammen mit allen anderen zustellen. Oh, das ist echt viel Post für nur eine Postbotin. Wollt ihr beide mir helfen? Dürfen wir? Es spricht nichts dagegen. Die Postuniform passt ja. Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, richtige Postboten zu sein. Wie Frau Mümmel. Und jetzt fahren wir zur Sortieranlage. Hier wird jede einzelne Postsendung sortiert, damit wir wissen, wo die Post hin muss. Wow! Hier ist so viel Post. Yep. Deswegen lassen wir uns von schlauen Maschinen dabei helfen. Dinosaurier! Diese Spezialbriefmarken haben Peppa und Schorsch für ihre Spezialbriefe gebastelt, Herr Zebra. Die müssen ganz besonders schnell zugestellt werden. Wir haben einen Zustellungsnotfall. Alarmstufe rosa. Peppas und Schorschs Briefe werden bearbeitet, damit sie möglichst schnell zugestellt werden können. Oh, kommt mit. Zuerst müssen wir andere Briefe zustellen. Ja, auf geht's. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, mit Frau Mümmel die Post zuzustellen. Einige der Hausbriefkästen sind ziemlich weit oben. Und einige haben lustige Formen. Ja! Aber alle Briefe kommen dorthin, wo sie hingehören. Bis nur noch zwei Briefe übrig sind. Ding Dong! Oh, das ist die Post. Ich mache auf. Oh. So was. Die Postboten kommen mir bekannt vor. Oh, das sind Peppa und Schorsch. Sie haben mit mir den ganzen Tag lang Post zugestellt. Wir bringen euch Spezialbriefe mit ganz speziellen Briefmarken. Oh. Wow.
Die sind wirklich speziell. Peppa und Schorsch sind gern Postboten. Und Mama und Papa Wutz lieben ihre Spezialbriefe und Spezialbriefmarken. Lieferung für Mama Wutz! Mama Wutz bekommt heute ein Paket geliefert. Oh, danke, Frau Mümmel. Ich weiß ganz genau, was das ist. Peppa und Schorsch werden das hier lieben. Mama Wutz hat eine Eismaschine bestellt, die wie ein... Die sieht aus wie ein Pinguin! Das Obst da ist aus Opa Wutz Garten. Damit machen wir sehr gesundes und sehr leckeres Eis am Stiel. Hurra! Ja! Ja! Guten Tag, Herr Pinguin. Wie bedient man ihn? Oh, ich erinnere mich. Ich hatte so eine in deinem Alter. Wir müssen nur... Mama Wutz weiß nicht mehr, wie die Eis-am-Stiel-Maschine funktioniert. Lesen wir lieber die Bedienungsanleitung. Oh, ja, wir brauchen Eis für Eis am Stiel. Das Eis kommt da rein und dann drehen wir dieses Rad da. Es klingt knusprig. Heb jetzt den Flügel hoch. Oh, das Eis ist ganz matschig. Jetzt geben wir das Obst dazu. Himbeeren, die liebe ich. Und jetzt gießen wir die Himbeereismischung in diese Formen. Schorsch hat die Stiele fürs Eis. Damit halten wir später unser Eis. Gute Arbeit, Schorsch. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie frieren. Lasst uns noch mehr Eis machen, während wir warten. Ja! Blaubeeren, die liebe ich auch. Ich hätte gerne Kiwi, bitte. Und Banane. Peppa und ihre Familie machen den ganzen Tag lang fruchtiges Eis am Stiel. Und haben dabei einen riesen Spaß. Aber irgendwann... Oh nein! Es ist kein Obst mehr da. Was machen wir jetzt nur? Klopf, klopf. Braucht hier zufällig jemand noch viel mehr Obst aus meinem Garten, um was Gesundes und Leckeres draus zu machen? Oh. Ja, mehr Eis am Stiel. Leider können wir nicht noch mehr Eis am Stiel machen, wisst ihr? Oh, warum nicht? Na, weil... im Tiefkühlschrank kein Platz mehr ist, bis wir diese hier gegessen haben. Peppa liebt es, Eis am Stiel zu machen. Und ganz besonders leckeres, fruchtiges Eis. Hallo! Peppa und ihre Familie sind in einem Sandwichladen, um Mittag zu essen. Peppa, in diesem Sandwichladen wird nicht an der Theke bestellt, sondern hier auf diesen Spezialbildschirmen. Oh, tut mir leid. Versuch doch mal ein Sandwich zu bestellen, Peppa. Oh. Hier kannst du die Zutaten auswählen, mit denen dein Baguette belegt werden soll. Ich habe mega Hunger. Ich möchte ein wirklich großes, langes Baguette, bitte. Salat, Tomaten... und ganz viel Käse. Peppa wählt sehr viel Käse aus. Daher wird ihr Sandwich immer größer und größer. Ich weiß, dass du hungrig bist, Peppa. Aber das ist wohl etwas zu viel Käse. Oh, okay. Jetzt drückst du hier auf Bestellen, dann wird dein Sandwich gemacht. Die Köche haben Peppas Bestellung erhalten und machen sich sofort an die Arbeit. Es sieht so lecker aus. Und so käsig. Jetzt kann sich Schorsch sein Sandwich bestellen. Guck, dieses Kindermenü kommt mit einer besonderen Überraschung. Überraschung! Schorsch wartet ungeduldig auf seine Überraschung. Jetzt ist Mama Wutz dran mit Bestellen. Ich hätte gerne dasselbe wie immer. Tomatenpilze, 6 Essiggurken, 2 Käsescheiben, Oliven, keine Salatgurken, eine halbe rote Paprikaschote und Chilisauce in einem Vollkornbaguette.
Hast du Salatgurken gesagt? Nein! Schorsch, nein! Schorsch, nein! Ich schätze mal, es ist gut, was Neues auszuprobieren. Pepper und Schorsch genießen ihr Mittagessen, während Mama Wutz noch auf ihr Spezialsandwich wartet. Es ist so käsig. Dinosaurier! Überraschung! Jetzt wird Mama Wutz Brötchen zubereitet. Es wird etwas größer, als sie erwartet hat. Es ist fertig, Mama. Oh, so groß. Das kann ich niemals alleine aufessen. Wollen Sie mitessen? Oh, es ist ziemlich scharf, oder? Aber wirklich lecker. Mein neues Lieblingssandwich. Alle genießen ihre Sandwiches. Sogar Mama Wutz, die eigentlich ein anderes Sandwich wollte. Mama Wutz hat Pepper und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir. Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's. Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier. Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Pepper und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Fantastisch! Und mit ein wenig Spielzeugladenmagie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Reizen! Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Pepper und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je, die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja, nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Oui. Warte auf uns, Pepper. Oui. Wow, was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Pepper. Oh, was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Pepper aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Und du bist es auch. Pepper und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Bis gleich, Mama. Bis dann. Papa Wutz muss etwas aus seinem Büro mitnehmen. Und Pepper und Schorsch begleiten ihn. Entschuldigung, Herr Löffel. Schorsch gefallen die vielen Tasten im Lift. Oh je, vor lauter Tastendrücken ist der Lift jetzt kaputt. Guck, was du angestellt hast. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin sowas wie ein Lift-Experte, weißt du? Die Tasten im Lift funktionieren nicht. Hallo, willkommen im Lift. Ist das ein Zauberlift? Nein, aber er reagiert auf Sprache.
Wir müssen ihm nur ansagen, wo wir hinwollen. Viel einfacher. Oh. Hallo, Lift. Wir wollen in mein Büro, wo ich Geld verdiene. Der Lift funktioniert wieder. Oh. Ja! Zweiter Stock, Büro der Bienen. Aber er hat sie nicht zu Papa Wutz Büro gebracht. Nein, nicht Büro der Bienen. Büro, bitte sehr. Sechster Stock, Büro, Camembert. ich liebe Käse. Zu meinem Schreibtisch. 16. Stock, ein Fisch. Dover Zauberlift. Der Lift scheint Papa Wutz Stimme nicht zu verstehen. Lass mich. Zu Papas Büro. Ganz einfach. Wir erreichen jetzt das Dach. Nicht das Dach. Papas Büro, bitte. Peppa und ihre Familie versuchen weiter, Papa Wutz Büro zu erreichen. Aber der Zauberlift bringt sie in die falschen Stockwerke. Tschüss. Auch gruselige Stockwerke. Hallo! Und Stockwerke, in denen man tanzt. Aber das richtige Stockwerk ist nicht dabei. Bis... Mein Büro! Hallo, Mama Wutz. Wir hatten nur ein paar Probleme mit dem Lift. Wir sind gleich da. Peppa und Schorsch finden den Zauberlift genial. Doch Papa Wutz nimmt jetzt lieber die Treppe. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow. Oh. Gut gemacht, Edmund. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Gute Idee! Hui! Geschafft! Danke, Emily! Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund.
Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Du bist stumm geschaltet. Wir hören dich nicht. Mama Wutz macht heute einen Videoanruf. Ach, egal. Lasst uns das später abrunden. Inzwischen... Hä? Oh. Oh. Tut mir leid, ich werde mich jetzt kurz stumm schalten. Bis gleich. Hallo, Mama. Uns ist langweilig. Kannst du mit uns spielen? Ja. Ich bin leider mitten in einem Videoanruf. Dürfen wir auch einen Videoanruf machen? Bittet einfach Papa Wutz mit euch einen zu machen. Komm mit, Schorsch. Oh. Papa Wutz hat einen Videoanruf mit Oma und Opa Wutz gestartet. Hallo, Peppa. Und hallo, Schorsch. Hey, ich möchte auch im Bild sein, Schorsch. Oh. Ah. Oh. Oh. Schorsch, kannst du uns hören? Wo ist Peppa? Ich bin hier. Peppa hat sich über Papa Wutz Tablet zugeschaltet. Lasst uns das abrunden, Oma und Opa Wutz. Oh. Abrunden? Was meint sie denn? Sie meint wohl eine dieser runden Schaltflächen. Oh, das war falsch. Opa Wutz hat einen Filter eingeschaltet. Ach, ihr seid Roboter. Und Schorsch ist ein Schneemann. Und ich bin ein Spaghetti-Monster. Blub, 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 blub. Man kann viele lustige Filter auswählen. Oh je, was ist das denn jetzt? Oh, aha, das ist besser. Wo gehst du denn hin, Peppa? Jetzt sind zwei Peppas im Bild zu sehen. Hallo! Wenn du redest, hört man jetzt ein Echo, Peppa. Lass uns Mama anrufen. Oh, du bist stumm geschaltet. Ups. Das verstehe sogar ich. Entschuldigt bitte. Wo ist Papa? Ich bin hier. Dinosaurier! Jetzt sind alle beim Videoanruf dabei. Und alle sind jetzt Dinosaurier. Abendessen ist fertig. Es ist Zeit aufzulegen. Tschüss, Oma und Opa. Tschüss, bis bald. Tschüss. Wir haben für heute genug auf Bildschirme geguckt. Wir können es später abrunden. Vier Karten, bitte. Viermal Popcorn, bitte. Vier Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Oh. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Oh je.
Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo, Schorsch. Ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh, wirklich? Wusch! Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Hi! Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama! Oh! Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt... Karottenfinder! Möchtest du es spielen? Ja, bitte! Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je, Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so. Ja! Ich bin gut darin. Oh. Ich bin dran. Wow! Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow! Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich habe ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja! Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Whee. Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Oh. Hä? Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon! Wir werden sie finden! Wir können nämlich gut Karotten finden! Und Babyhäschen! Ein hab ich! Rosi! Hab dich! Hier ist Nummer 2! Robby! Hab ihn! Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja! Hurra! Das Essen ist gerettet. Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gerne alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder.
Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseitenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Peppa und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. 2 für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Oh. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund. Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaß.
Das Haus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen... Hallo! Hi! Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Wow! Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! 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 Oh. Oh, ihr habt mich gefunden! Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Oh. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Oh, jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups. Oh, merci. Und ihr zwei kriegt auch einen. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh, und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa! Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Bereit oder nicht, ich komme! Peppas ganze Familie spielt heute gemeinsam Verstecken. Mama Wutz ist die Sucherin. Aha! Hab dich! Oh nein! Dann helfe ich dir jetzt dabei, Peppa und Schorsch zu finden. Oh, ich hab wirklich keine Ahnung, wo die beiden sein könnten. Sehen wir mal in der Küche nach, bei der Teekanne mit dem frischen Tee. Wir haben es geschafft. Wir sind die besten Verstecker aller Zeiten. Peppa und Schorsch suchen sich jetzt ein neues Versteck. Verstecken wir uns im Schrank, unter der Treppe. Das wird unser neues Geheimversteck. Wo könnten sie nur sein, Papa Wutz? So werden wir sie sicher niemals finden. Mama und Papa suchen uns sicherlich überall. Wir müssen einfach weitersuchen, Mama Wutz. Die tauchen schon auf. Kekse? Peppa und Schorsch bleiben für eine Weile in ihrem Geheimversteck. Jetzt sind sie schon lange hier. Und jetzt sind sie schon ewig in ihrem Versteck. Ich glaube, die werden uns niemals finden. Oh, lass uns Spielsachen holen, damit uns nicht langweilig wird. Hier sind sie nicht. Hier auch nicht.
Und hier. Aber hier auch nicht. Such weiter. Such weiter. Find sie nur. Peppa und Schorsch nehmen viele Spielsachen mit in ihr Geheimversteck. Kommt raus, wo immer ihr seid. Oh, wo seid ihr? Wo kommt der denn her? Papa Wutz, alles in Ordnung? Nun, zum Glück bist du dran mit Staubsaugen. So, viel besser. Dinosaurier! Oh! Wo könnten Peppa und Schorsch denn sein? Unter der Treppe nicht, so viel ist sicher. Peppa und Schorsch sind wohl die besten Verstecker auf der ganzen Welt. Allen macht das Versteckenspielen Spaß. Und Peppa und Schorsch lieben ihr Geheimversteck ganz besonders. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch. Wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi. Mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Oh, was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Peppa und Schorsch spielen heute im Sandkasten. Peppa spielt mit Spielzeugautos. Sie hat ein Feuerwehrauto, einen Krankenwagen, einen Bagger und... Schorsch, wo ist das Polizeiauto? Das Polizeiauto ist im Sand verschwunden. Wo hast du es hingelegt, Schorsch? Polizeiauto. Ist schon gut. Gemeinsam werden wir es finden. Das wird ein... Aha! Ein Abenteuer! Teuer!
Peppa und Schorsch tun so, als wären sie in einer großen Sandwüste. Nehmen wir das Feuerwehrauto. Peppa und Schorsch suchen den Sandkasten mit dem Feuerwehrauto ab. Was trinken. Zum Glück ist der Schlauch voll gefüllt mit Orangensaft. Peppa und Schorsch lieben Orangensaft. Komm jetzt, wir müssen doch immer noch das Polizeiauto finden. Da drüben. Das klingt wie Polizeiauto! Ich hab ja gesagt, wir finden es. Ja! Ja! Wir müssen es nur noch ausgraben. Piep, 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 piep. In diesem Tempo brauchen wir dafür ewig. Wo willst du hin, Schorsch? Du bist ja jetzt ein Riese. Peppa und Schorsch haben das Polizeiauto gefunden. Nino, Nino. Piep, piep, piep. Weißt du, wo der Bagger ist, Schorsch? Jetzt wartet wohl noch ein Abenteuer auf die beiden, um den Bagger wiederzufinden. Ziemlich cool, oder, Peppa? Papa, Schorsch braucht neue Schuhe, nicht du. Oh, ja. Heute kauft die Familie neue Schuhe für Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Wir brauchen neue Schuhe für Schorsch. Schorschs Schuhe sind schon sehr alt. Da habt ihr Glück. Im Schuhgeschäft sind viele Schuhe. Wir finden für Schorsch das perfekte Paar. Hurra! Zuerst müssen wir deine Füße abmessen. Bitte gib deinen Fuß in das Messgerät. Frau Mümmel misst deswegen Schorschs Füße ab, damit sie ihm Schuhe in seiner Größe zeigen kann. Deine Füße sind sehr klein. Ja klar, weil Schorsch ist ein Baby. Nein. Schorsch ist kein Baby. Folgt mir bitte. In diesem Bereich haben wir alle unsere sehr kleinen Schuhe. Welche Schuhe gefallen dir, Schorsch? Schuhe. Das hier sind Bowling-Schuhe. Schorsch geht liebend gern bowlen. Und er liebt Bowling-Schuhe. Sollen wir diese Schuhe für dich kaufen, Schorsch? Schuhe, Schuhe! Das sind Steppschuhe zum Stepptanzen. Die sind wahnsinnig laut! Wie bitte? Schorsch liebt es, großen Lärm zu machen. Vielleicht sogar zu laut? Schuhe! Das sind Clownschuhe. Schorsch liebt Clownschuhe. Die sind zu groß. Und Schorsch ist ja sehr klein. Schuhe! Schuhe! Schorsch probiert ganz viele Schuhe an. Stiefel? Sandalen? Und sogar alberne Schuhe. Aber das richtige Paar ist nicht dabei. Schuhe, Dinosaurier! Das sind Pantoffel, Schorsch. Das sind keine Schuhe. Schuhe! Die sind genau wie deine alten Schuhe. Schuhe! Schorsch möchte ein neues Paar Schuhe, das genauso ist wie seine alten Schuhe. Sehr gut. Wir nehmen
denn die hier, Frau Mümmel? Frau Mümmel? Ich bin hier drunter. Schorsch liebt seine neuen Schuhe. Und er liebt auch das Schuhgeschäft. Alle lieben das Schuhgeschäft. Ein super Strike für einen super Bowler. Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay! Oh ja! Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Du meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Oh nein! Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran! Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück! Seht genau hin! Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein super Strike für einen super Bowler! Luzi Locke hat einen super Strike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Die Kinder besuchen heute den Keramikladen, weil Gerald Giraffe Geburtstag hat. Wow. Bitte, Herr Bulle. Ich bin es nicht, ehrlich. Hallo allerseits, hier lang. Machen Sie bitte nichts kaputt, Herr Bulle. Ihr dürft alle Keramikgegenstände bemalen, wie auch immer ihr wollt. Die einzige Regel ist, hab Spaß! Ich werde eine Tasse bemalen für Mama und Papa. Oh, ich auch. Und ich auch. Werd ich auch. Ich auch. Gerald Giraffe kann sehr gut malen. Das sieht klasse aus, Gerald. Danke, Peppa. Was malst du denn? Ich male auch eine Giraffe. Ich auch. Und ich auch. Ich auch. Oh. Alle wollen eine Giraffe malen. Genau wie Gerald. Wie malt man eine Giraffe, Emily? Ich weiß es nicht. Ich kopiere einfach Luzi. Und ich kopiere Peppa. Und ich kopiere Gerald. Peppas Freunde malen alle voneinander ab. Fertig. Oh, ich bin auch fertig. Fertig. Ich auch. Ja. Meine sieht komisch aus. Meine ja, auch. Das ist doch klar, weil ihr habt alle voneinander abgemalt. Ihr habt sich ja
mehr Spaß, wenn ihr malt, was ihr malen wollt. Oh. 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 Puh, Entschuldigung. Ich bemale das. Es sieht aus wie das Boot von Papa. Ich bemale eine Schüssel für die Brille meiner Oma. Sie verliert sie nämlich immer. Ich bemale eine Teekanne für meine Mama mit einem großen Rüssel. Und ich male eine schöne Schlammpfütze für meinen Papa. Alle malen jetzt etwas, das ihnen wichtig ist. Und allen macht es großen Spaß. Papa, schau dir mein Bild an. Für dich gemacht. Wow, Peppa, es sieht aus wie eine riesige Schlammpfütze. Allen gefallen ihre bemalten Keramikgeschenke. Ah. Oh, ich denke, Sie könnten noch etwas von den Kindern lernen, Frau Mümmel. Aber das sind... Oh. Okay, das war wirklich ich. Entschuldigung. Peppa spielt heute mit ihrem Bauklötz. Ups! Vorsicht, George! Hier steht eine ganz kleine Stadt und du bist ein riesiger Dinosaurier. Das bringt mich auf eine Idee. Hast du Lust, Riese zu spielen, George? George freut sich schon darauf, mit Peppa Riese zu spielen. Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Was für ein schöner, ruhiger, normaler Tag im Spielzeugland. Und es gibt keinerlei Anzeichen. Oh. Hallo, ich bin Riesen-Peppa. Ein Riese. Zwei Riesen. Peppa und Shaw stellen sich vor, zwei Riesen in einem Spielzeugland aus Bauklötzen zu sein. Hallo Vögel! Hallo Wolken! Hallo allerseits! Unser Ball klemmt fest und zwar in diesem hohen Baum da. Wir können euch damit helfen. Wir sind riesengroße Riesen. Upsi! Vorsicht, George. Hier, bitte, Luzi. Hurra! Riesen-Peppa und Riesen-George lieben es, ihren Freunden im Spielzeugland zu helfen. Sie helfen Personen dabei, in den Bus einzusteigen. Oh, wee! 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 Und sie sorgen dafür, dass die Boote ganz schnell fahren können. Juhu! Stopp! Das ist die Brücke, die du kaputt gemacht hast. Keine Sorge, wir reparieren sie. Peppa und George sind Bauklotzexperten. Die Spielzeugbrücke haben sie im Nu repariert. Danke, Riesen-Peppa und Riesen-George. Stopp! Ich meine... Los! Oh, oh, yeah! Oh, hungrig! Ich bin auch hungrig. Das Essen, das es im Spielzeugland gibt, ist zu klein für Riesen-Peppa und Riesen-George. Essenszeit! Hurra! Daher müssen sie wohl oder übel richtige Nahrung essen. Oh. Vorsicht, George! Peppa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden.
Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen! Fertig! Dann geht es los! Oh. Ups! Ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Ja. Und das. Seine. Und natürlich das. Ja. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Lunge. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Peppa und George helfen heute Papa Wutz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Peppa. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss. Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag tschüss. Tschüss. Jetzt macht Peppa Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera! Viel Spaß! Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig, also seid sparsam damit. George hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je, jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh, aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Wutz Handykamera hat George einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, George. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Peppa und George macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Wutz einen Blumenfilter gelegt. Sag tschüss. Oh. Und Opa Wutz bekommt einen schicken Hut. Peppa, George und Papa Wutz sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh. Hallo, Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss. Was für ein lustiges Foto. Papa Wutz möchte Peppa und George bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Oh. Peppa und George kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, George. Guck
Kugel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Peppa und ihre Familie sind heute in einem Wissenschaftsmuseum. Sie freuen sich schon riesig auf eine Ausstellung, bei der es nur um Magnete geht. Oh, das sind keine Magnete. Das sind Fische. Diese Fische sind aus Metall, Peppa. Hm. So können wir sie herausangeln mit den Magneten da. Wow, Angelruten. Genauso wie auf Opa Woods Boot. Seid vorsichtig. Magnete können sich leicht verfangen. Peppa und Schorsch angeln viele Metallfische. Und auch eine Metallbrille. Und einen Metallschlüssel. Und noch weitere verschiedene Metallobjekte. Stopp! Gebt ihr mir bitte meine Uhr zurück? Ups! Entschuldigung! Danke sehr! Au revoir! Tschüss! Da ist sie ja. Oh, und weg ist sie. Benutzt die Magnete und bringt damit den magnetischen Schleim möglichst schnell ins Ziel. Oh, magnetischen Schleim? Springen wir hier drauf. Vielleicht kriegen wir dann Schleim. Klar, klatsch. Oh. Hier, eure Magnete. Wow. Fertig. Los! Im Schleim ist ein wenig Metall, damit er an den Magneten anhaftet. Ich bin vorn! Ich bin vorn! Und der Sieger ist... ich kann nicht sehen, wer gewonnen hat. Oh! Was war das? Oh! Guck, Schorsch! Aber was haben Fotos von uns mit Magneten zu tun? Aha! Wow! Die Fotofläche ist magnetisch. So kann man mit den kleinen Metallstücken auf den Stiften die Fotos bemalen. Oh! Sehr kreativ, Schorsch! Dinosaurier! Gefällt es dir, Papa? Ich sehe toll aus, Peppa. Oh, nicht schon wieder. Alle sind begeistert von der Magnetausstellung im Wissenschaftsmuseum. Naja, alle bis auf Papa Wutz. Vorwärts, mein Supermarkt-Team. Ich schieb den Wagen. Ich habe die Einkaufsliste. Dinosaurier! Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute im Supermarkt. Mama, wir gehen an allen Regalen vorbei. Und warum macht deine Tasche so viel Lärm? Wir sind da! Wow! Das hier ist ein Spezialbereich innerhalb des Supermarkts. Er heißt Nachfüllstation. Aber wie tragen wir so die Lebensmittel? Aha, damit hier! Man bringt seine eigenen Behälter zur Nachfüllstation und füllt diese dann mit Lebensmitteln. Na gut, Team. Peppa und ich lesen euch die Einkaufsliste vor. Peppa und Schorsch, ihr dürft die Behälter füllen. Bereit? Ja. Und am Ende gibt es als Belohnung Mittagessen. Ja. Los geht's. Als erstes brauchen wir Reis. Hab ihn. Schorsch. Wir brauchen noch einen Behälter für den Reis. Das ist ein Eierkarton, Schorsch. Oh je. Peppa und Schorsch haben den Reis in den Eierkarton gefüllt. Was kommt jetzt? Oh, Cornflakes. Oh. Ist das nicht eine Milchflasche? Die ist perfekt, Schorsch. Oh, wir haben nur ganz wenig verschüttet.
Danke für die Hilfe, Dinosaurier. Als nächstes Milch. Oh. Oh je, die Milchflasche ist schon mit Cornflakes gefüllt. Nun weiß niemand so recht, wohin die Milch kommen soll. Schorsch schlägt vor, den Saftkarton dafür zu benutzen. Gute Idee, Schorsch. Weiter. Das nächste ist, Orangensaft. Oh. Peppa und Schorsch haben gerade Milch in den Saftkarton gefüllt. Dafür müssen wir wohl den Reissack nehmen. Oh. Guck, wie das wackelt. Das wackelt so lustig. Und als letztes brauchen wir Pasta. Los. Ups. Ich schätze, wir essen viel Pasta diese Woche. Jetzt müssen die Lebensmittel zur Kasse gebracht und bezahlt werden. Was ist das denn da drüben? Da haben wir einen Eierkarton mit Reis, eine Milchflasche mit Cornflakes, einen Saftkarton mit Milch, einen Beutel Pasta und einen Sack Orangensaft. Also das Übliche. Dinosaurier! Oh, und Schorschs Dinosaurier hat ein paar Cornflakes gegessen. Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde. Und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hierhin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann den roten Zug. Ja. Sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Oh, ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mimmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da, wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Superkartoffel, das Musical. Denn ich bin Superkartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es keine Autogramme. Superkartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Schorsch noch wach ist, schlafen Peppa und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen.
Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft? Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte! Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Super Peppa! Ja, Super Peppa. Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir. Super Peppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Schorsch, der springende Dinosaurier. Super Peppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Verzeihung. Herr Dinosaurier, Verzeihung. Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Super Peppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Schorsch geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes. Danke, Papa, aber jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig? Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Oh je, Mini. Denkst du, man kann es noch essen? Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen, und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Peppa möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht, die besondere Überraschung. Peppa und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Peppa und Schorsch sind zur falschen Tür gegangen. Es ist da! Hier ist deine Bestellung, Peppa. Lass es dir schmecken. Danke. Oh, muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüserollen. Und die besondere Überraschung für danach. Peppa und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Ich liebe Reis. Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh, vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Ich liebe Nudeln.
Oh, aber diese hier sind etwas scharf. Scharfe Nudeln hat Peppa nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Peppa und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Ja. Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Peppa liebt chinesisches Takeaway. Jeder liebt chinesisches Takeaway.